Mit diesem Video erkläre ich die Gartensaison für eröffnet. Seid gespannt. Hi Leute, ich bin Sascha und wie schon gesagt, für mich ist die Gartensaison ab jetzt eröffnet, denn laut Wetterbericht sollte es theoretisch kein Frost mehr geben, kein Schnee mehr geben, nichts. Tatsächlich soll sogar nächste Woche immer über 10 Grad nachts sein, also von daher kann alles raus, beziehungsweise bei mir ist sowieso schon alles draußen. Genau, und ich würde mal sagen, wir machen direkt einen Gartenrundgang und schauen uns an, was ich wo, wie, was, weshalb, warum auch immer habe. Ja. Hier stehen wir an dem Beet, hier steht außer hier vorne drei rote Beetepflanzen nichts. Die drei rote Beetepflanzen sind noch aus dem letzten Jahr. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt anfangen zu blühen. Sieht auch danach aus. Kann ich einfach ein paar Samen nehmen. Denn wie ihr wisst, es ist alles teuer geworden, genauso das Saatgut. Und das, was man leicht ohne Probleme selber nehmen kann, nehme ich selber. Genau, ansonsten ist in dem Beet noch nichts. Da hinten seht ihr meinen eigenen Gurkenständer. Anbindgerät. Das kommt wieder hier nach vorne, da werden wieder die Gurken angebunden. Gurkenproblem in meiner Anzucht funktioniert dieses Jahr nicht. Ich weiß nicht, ob das Saatgut zu alt ist. Es wäre theoretisch dieses Jahr abgelaufen, aber es ist so gut wie nichts. Ich glaube, so bis auf zwei Luffergurken nichts aufgelaufen, gar nichts. Ich habe es jetzt noch mal probiert, es ist jetzt auch noch nicht zu spät. Man kann immer noch Kürbisgewächse, Zucchini und Gurken, ja, Melonen vielleicht ein bisschen spät. Aber alles, was wirklich in Richtung Kürbisgewächs geht, kann man ohne Probleme jetzt noch, auch als Direktsaat, wenn es die Temperaturen erlauben, am besten über 10 Grad nachts, kann man noch in die Erde stecken. Ich habe es jetzt zu Hause gemacht, denn da ist doch wärmer, da sollte es theoretisch etwas schneller gehen. Ja, genau, und hier sollen auf jeden Fall die Gurken dann rein. Und ansonsten muss ich mal schauen, was hier noch reinkommt. Vielleicht ein paar Zucchinis oder so, setze ich hier nochmal zwei Stück rein, denn die brauchen doch sehr viel Platz. Auf der anderen Seite sind ja die Erdbeeren, drei Reihen, hier vorne direkt. Und dieses Feld ist noch nicht bearbeitet, muss einmal von Hand umgegraben werden und dann mit der Fräse drüber. Hier sollten ja eigentlich die Erdbeeren drin stehen. Die sind aber noch im Gewächshaus, die bleiben dieses Jahr auch im Gewächshaus. Warum? Kommen wir später dazu. Dahinter mein Mangoldbeet, das sind die Mangoldpflanzen aus dem letzten Jahr, beziehungsweise vorletzten Jahr. Noch älter, weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall 2-3 Jahre alt sind sie und die bleiben da auch. Ich werde sie ein bisschen ausdünnen, dass ich von jeder Farbe eine habe und die dürfen dann blühen und die kommen dann einfach nächstes Jahr wieder. Bis jetzt habe ich noch keine neuen Mangoldpflanzen gesehen, aber es war jetzt auch noch relativ kalt, deswegen vielleicht kommen sie jetzt so langsam und dann habe ich wieder frischen Mangold. Also das ist so Permakulturbeet. Es soll einfach jedes Jahr von alleine ein bisschen rauskommen, soll wenig Arbeit machen. Genau. Da stehen noch ein paar Knoblauchpflanzen, die kommen dann mit der Zeit auch raus. Die habe ich letztes Jahr dann vergessen, das war ja eine Riesenkatastrophe letztes Jahr mit dem Knoblauch durch den vielen Regen. Ich weiß nicht, ob die so gebündelt überhaupt irgendwas werden, aber schauen wir einfach mal. Genau, so viel hier zu den Beeten. Man sieht auch drumherum, die Wiese ist wirklich sehr hoch. Es ist jetzt um diese Zeit wirklich anstrengend, da hinterher zu kommen. Man muss jede Woche Rasen mähen. Und gerade hier komme ich mit dem Rasenmäher nicht rein, denn ich habe so einen Aufsitzmäher. In diese Flächen komme ich nicht rein. Ich muss auch sagen, ein bisschen zu faul, den kleinen Rasenmäher, den Handrasenmäher zu nehmen. Beziehungsweise eine Sense hätte ich auch. Aber es ist halt doch immer relativ viel Arbeit. Aber jetzt muss gemacht werden. Es ist schon so hoch. Deswegen, ja. Als nächstes steht auf jeden Fall mal an, komplett alles zu mähen. Genau. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt rechts weiter zu den Beerenbüschen und schauen uns mal an, was da so los ist. Genau, hier stehen ja einige unserer Beerensträucher, hier Stachelbeere sieht man auch ziemlich gut, da kommen schon die ersten kleinen Früchte. Aber auch die Wiese ist viel zu groß. Ich habe ja in meinem letzten Video gesagt, dafür habe ich Rindenmulch da, ich möchte es drumherum komplett quasi die Wiese wegmachen, denn es bringt nichts, die Wiese wächst einfach hoch. Und die Beeren selber haben überhaupt kein Licht zum Wachsen. Von daher, das muss auch noch gemacht werden. Man sieht auch hier, geht es jetzt schon so langsam los. Dieses Jahr tatsächlich, ich glaube früher als letztes Jahr. Gerade bei Johannisbeeren und sowas sieht man das oft. Das sind so rote Blätter oder die werden rot und die quellen da richtig auf. Das sind Blattläuse. Das ist nichts anderes als Blattläuse.
rein theoretisch die Blätter alle wegmachen, dann kann man so ein bisschen eindämmen. Aber es geht wirklich überall los. Es sind wirklich viele mittlerweile. Und da sitzen halt drunter Blattläuse. Bin mir gar nicht sicher, ob man das jetzt sieht, aber genau da sitzen welche, haben auch schon Eier. Die am besten nicht abreißen und hier hinwerfen, sondern die Blattläuse, die klettern ja wieder hoch, beziehungsweise werden, glaube ich, von Ameisen sogar wieder hochgebracht. Denn die stehen auf diese Säure oder sonst irgendwas, was die Blattläuse da aussondern. Marienkäfer habe ich dieses Jahr noch keine gesehen. Ich nehme diese Blätter und verbrenne sie am besten. Oder in den Müll oder sonst irgendwas. Nicht in Kompost, also weg von sowas eigentlich. Genau. Aber man sieht, überall es hängen schon wirklich gut Früchte dran. Muss man jetzt nur schauen mit den Blattläusen. Und auch hier muss wirklich gemäht werden und die Sträucher, Rindmulch drumherum. Warum Rindmulch? Aus dem Grund, Rindmulch macht die Erde sauer. Und das mögen so Bärensträucher. Habe ich gehört. Weiß ich noch nicht. Wie man sieht, habe ich selber noch nicht gemacht. Aber soll scheinbar so sein. Von daher, genau, mache ich da Rindenmulch drunter. Ja, so sieht es hier jetzt gerade aus. Ich denke mal, wird nicht mehr allzu lange dauern. Vielleicht noch einen Monat und dann kann man hier schon die ersten Sachen ernten. Direkt hinter euch steht der Knoblauch und die Zwiebeln. Da gehen wir jetzt mal hin. So, hier sind wir beim Knoblauch- und Zwiebelbeet. Man sieht hier vorne den Knoblauch. Und tatsächlich den Knoblauch, ich habe den ja letztes Jahr im Herbst gesteckt. Und der, wo näher zu euch ist, ist ein kroatischer Knoblauch. Keine Ahnung, was die Sorte ist. Aber man sieht, der hat viel dickere Stängel, Stämme. Sieht auf jeden Fall kräftiger aus. Und der deutsche quasi hier vorne ist um einiges dünner. Ja, also scheinbar gefällt es dem kroatischen hier auch ziemlich gut. Obwohl er, denke ich mal, einfach andere Temperaturen gewohnt ist. Ja, funktioniert er hier eigentlich ganz gut. Ich werde ihn nochmal mit Brennnesseljauche düngen. Wird auf jeden Fall nicht schaden. Und wie ihr wisst, viele sagen nicht auf die Blätter drauf und weiß was ich. Ich mache es trotzdem großflächig einfach drüber und dann mit einer sauberen Gießkanne mit frischem Wasser einfach nochmal. Macht es nicht, wenn die Sonne direkt scheint, denn dann können die Blätter verbrennen durch die Sonne. Aber ich habe da bis jetzt noch nie ein Problem gesehen, mit der Brennnesseljauche beim Knoblauch direkt über die Blätter zu gehen. Habe ich aber auch schon letztes Jahr mal gesagt. Genau, dahinter Zwiebeln. Wächst auch soweit ganz gut. Mal schauen. Mal nein. Ja, doch, wir gehen schauen, aber wir gehen erstmal dahin und schauen mal, was hinter den Zwiebeln wächst. So, hier habe ich überall die Schneckenkrähen drin. Die allerdings nicht wirklich was bringen. Es sind schon wirklich viele aufgefressen hier von den Schnecken. Und es sind immer wieder kleine drin, deswegen glaube ich, dass sie in der Erde sitzen, jetzt gerade schlüpfen und anfangen hier die Zucchinis aufzufressen. Die hier vorne im Eck habe ich schon mal ersetzt, die darf ich, so wie es aussieht, wieder ersetzen. Ich habe hier glaube ich schon jede ersetzt. Die darf auch neu, da hinten funktioniert es, da sind scheinbar keine Schnecken mehr drin. Ja, liegt aber auch an dem feuchten Wetter, was jetzt in letzter Zeit war. Ich hoffe mal, dass es jetzt trockener wird. Ich probiere es auch mal mit Sand einfach drumherum, beziehungsweise Asche soll auch ganz gut sein. Um die abzuhalten, die mögen scheinbar nicht drüber zu gehen. Ja, hier in der Mitte sind noch Kartoffeln. Die haben wir letztes Jahr wahrscheinlich vergessen, denn letztes Jahr war auch eine Katastrophenernte. Auch viel zu viel Wasser. Vieles nicht gesehen dann am Ende und hier geht's auf. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gelassen. Sollen die hier nochmal wachsen? Vielleicht gibt es eine bessere Ernte als letztes Jahr, weiß ich nicht. Und ja, ich habe Kartoffeln gehabt und jetzt Zucchini sind zweimal nacheinander Starkzehrer. Was willst du machen? Das Beet wird halt aufgedüngt. Ich habe noch, wie heißt es? Urgesteinsmehl. Ne, nicht Urgesteinsmehl. Hornspäne, die sind überall mit runtergekommen. Aber das funktioniert einfach nicht, so einen großen Wechsel zu haben. Die Kartoffeln sind ja da hinten jetzt auf dem neuen Beet, zeige ich euch später. Aber immer diesen hundertprozentigen Wechsel funktioniert halt einfach nicht. Von daher ja. Genau, und da drüben haben wir verschiedene Kohlsorten. Rotkohl und Weißkohl ist da reingekommen, auch in den Schneckenkriegen. Brokkoli ist da reingekommen. Und ansonsten Physalis noch. Da habe ich mal probeweise vier Stück gesetzt. Einfach aus dem Grund, um zu schauen, werden sie von Schnecken gefressen oder werden sie nicht. Denn ich hatte keine Schneckenkriegen mehr. Ich habe mir jetzt 20 Stück nochmal bestellt. Für 40 Euro, also die sind echt teuer. Aber die Schnecken sind nicht reingegangen, beziehungsweise unten an den kleinen Blättern wurde ein bisschen gefressen.
Aber im Gegensatz zu den Zucchinis, die innerhalb von einem Tag wirklich komplett aufgefressen werden, haben sie keinen Fraßschaden, würde ich einfach mal so sagen. Das heißt, die restlichen Physalis, die kommen da auch noch rein. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen direkt ins große Gewächshaus und schauen uns mal an, was da so abgeht. Beziehungsweise, bevor wir da reingehen, da ist ja noch ohne Ende Platz zwischen einer Reihe Physalis und dem Brokkoli. Hier kommen auf jeden Fall wieder Feuerbohnen am Gewächshaus entlang rein. Und Rest von Physalis. Und vielleicht noch zwei, drei Zucchinis oder so. Denn ich muss sagen, dieses Jahr, dadurch, dass bei mir alle Zucchinis eingehen, Gurken gar nicht erst gekommen sind, habe ich gerade tatsächlich ein bisschen zu viel Platz. Und ich weiß nicht, was da alles rein soll. Beziehungsweise Paprikas habe ich noch einige, die wahrscheinlich nicht alle ins Gewächshaus passen. Aber mal sehen. Eigentlich sollen sie schon im Gewächshaus sein. So, bevor wir überhaupt reingehen, ich habe ja hier auch ein kleines Beet. Ist zwar ein bisschen blöd, denn rein theoretisch geht hier die Tür immer auf. Aber ich sag mal so, sobald Sommer ist, ist die Tür dauerhaft offen. Egal, ob es nachts oder tagsüber ist. Das ist nur jetzt. Aber, also zu dem Beet. Hier sollte eigentlich Spargel wachsen. Habe ich letztes Jahr gepflanzt gehabt. Da ist tatsächlich nur eine Wurzel davon gekommen. Und dieses Jahr keine einzige. Das bedeutet, ich habe hier nochmal ein komplettes Beet. Was heißt komplett? Ist ein kleines. Aber um hier nochmal irgendwas reinzusetzen, wäre theoretisch auch nochmal Platz für eine Zucchini. Aber vorher muss das ganze Unkraut raus. Ja, oder ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was kann man hier noch einsetzen? Ist ein kleines Beet, frisch, mit frischem Kompost. Was kann ich? Eine Artischocke hätte ich noch. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr irgendwelche Ideen, was kann ich hier reinmachen in das kleine Beet? Ja, und jetzt gehen wir rein. So, Türe zu, Wärme soll hier drin bleiben. Was haben wir denn gerade? Wir haben hier jetzt knapp 25 Grad. Heute ist aber auch nicht wirklich Sonne da und draußen sind es 16. Also ganz gute Temperatur. Genau, hier sind die Tomaten. Es sind insgesamt 36 Stück und eine Litschi-Tomate. Am Rand etwas Dill. Ja, Sorten. Green Zebra ist drin, dann habe ich eine rote Zebra. Das ist irgendeine Kombination, die sich bei mir mal verkreuzt hat. Schmeckt aber auch ziemlich gut, von daher ist sie dieses Jahr hier auch reingekommen. Weiß gar nicht, da habe ich noch Black Cherry, glaube ich, drin, die Litschi-Tomate. Cherry Prince habe ich auch dieses Jahr, ich probiere es nochmal bei mir. Also ich muss sagen, letztes Jahr hat sie mir nicht geschmeckt. Kein bisschen, aber ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Sie darf dieses Jahr nochmal rein oder ist schon drin. Und ansonsten, hier ist die Cherry Prince. Hier habe ich, die nenne ich einfach nur große Gelbe. Hat sich auch mal irgendwie verkreuzt, denn ich hatte kleine Gelbe, aber keine großen. Jetzt habe ich so große und schmecken richtig gut. Haben überhaupt nichts Säuerliches. Ja, von daher kommt die auch jedes Jahr aufs Neue rein. Da hinten, die etwas schon größer sind, das sind ja gekaufte Sorten. Ja, also hier gibt es eigentlich jetzt, ja, genau, zur Bewässerung. Da hinten liegen ja noch meine Schläuche. Ich schaue, ob ich es nächstes Wochenende schaffe. Nächstes Wochenende wäre ja das Garten-YouTuber-Treffen in Erfstadt. Aber ich schaue, dass ich das Video davor, beziehungsweise das Treffen ist am Sonntag, meine Videos kommen ja am Samstag. Ich schaue, dass ich das Video bis dahin fertig kriege. Muss ich, ja. Viele Ausreden, macht gar keinen Sinn. Ich möchte das nächstes Wochenende, Samstag, 8 Uhr, kommt das Video über die Bewässerung. Denn die Tomaten sind drin, die Bewässerung noch nicht. Da erkläre ich euch mal, wie meine halbautomatische Bewässerung einfach funktioniert. Ich fange ja Regenwasser vom Dach auf, von unserem Dach, wo wir sitzen. Und da haben wir eine lange Rede, gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, was heute los ist. Nächstes Wochenende geht es um die Bewässerung. Wir gehen weiter. So, hier sind wir am Kartoffelbeet. Das habe ich ja letztes Jahr angelegt, beziehungsweise ich habe eine Plane drüber gelegt. Mein Fehler habe ich jetzt schon einige Male gesagt. Ich habe eine weiße Plane genommen, die war lichtdurchlässig. Am besten eine schwarze nehmen, die nicht lichtdurchlässig ist. Dann stirbt alles drunter ab. Einmal kurz aufgraben, mit der Fräse drüber fahren und man hat ganz leicht ein neues Beet. Genau, das war einfach mein Fehler, dass ich eine weiße Plane genommen habe und sie lichtdurchlässig war. Hat nicht so gut funktioniert. Aber dunkle Plane nehmen. Ansonsten, Kartoffeln sind hier drin, die haben ein frisches neues Beet.
sollte rein theoretisch funktionieren, außer es wird genauso nass wie letztes Jahr. Ich möchte es aber gar nicht aussprechen. Nächste Woche soll es an die 30 Grad geben. Kann ja nur besser werden als letztes Jahr. Wir gehen weiter. Genau. Dann sind wir hier. Hier habe ich, wie jedes Jahr, meine Auberginen drin. War auch allerhöchste Zeit, dass sie in die Erde kommen. Haben wirklich schon gelbe Blätter. Jetzt wurden sie noch von Schnecken angefressen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich die letzten Jahre Schneckenregen drum gemacht habe. Beziehungsweise der Vorteil ist ja von YouTube, ich kann meine eigenen Videos anschauen und kann schauen, wie ich es gemacht habe. Aber ich habe es zumindest gerade nicht im Kopf und ich habe keine übrig. Also müssen sie so überleben. Da hinten ist Feldsalat, also alles, was weiß blüht, ist Feldsalat. Den lasse ich auch blühen und können wir dann jedes Jahr schön hier beernten. Also gerade dann Richtung Januar, Februar rum. Und dann kommen da nochmal zwei Auberginen wahrscheinlich rein. Ja, hier gibt es gar nicht so viel zu sagen. Sind halt Auberginen drin, so wie jedes Jahr. Sonst hier neben mir mein Kräuterbeet. Muss ich jetzt auch mal langsam schauen, dass Unkraut ein bisschen rauskommt. Schnittlauch ist kurz vorm Blühen. Die Minze in meiner Wurzelsperre fängt auch an. Drumherum gab es ein paar Ausläufer, die rausgekommen sind. Die habe ich rausgemacht. Beziehungsweise da sind noch ein paar, die müssen einfach raus. Aber man sieht gut an der Wurzelsperre, dass die nur drin sind. Die kommen da nicht raus. Thymian, tatsächlich sogar der Bärlauch, den ich letztes Jahr gepflanzt hatte, wo ich dieses Jahr dann gedacht habe, oh, da kommt gar nichts, weil er erst so spät kam. Mitte April kam er erst raus. Da dachte ich wirklich, das ist schon zu spät, da kommt nicht mehr, ist tot, deswegen habe ich einen neuen gepflanzt. Aber er war tatsächlich dieses Jahr wieder da, hat auch schon geblüht. Jetzt warte ich auf die Samen, ich weiß gar nicht, wie sich Bärlauch ausbreitet über die Samen oder über die Wurzeln. Keine Ahnung, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber er ist auf jeden Fall wieder da. Genau, so sieht es hier aus und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in die Gewächshäuser rein und schauen mal, was da so los ist. So, hier sind wir im ersten Gewächshaus. Und hier hat es noch nicht wirklich viel getan. Rindenmulch liegt hier drin, Kornspäne und 20 neue Schneckenkriegen für die Paprikas. Denn hier drin, obwohl es ein Gewächshaus ist, obwohl es hier immer furztrocken ist, aber wir haben ja diese wunderschönen Gewächshäuser hier, die nicht wasserdicht sind. Von daher haben wir wahrscheinlich viele Schnecken hier. Ich habe auch dieses Anfang des Jahres viel geschwätzt. Ich möchte hier Gewächshäuser erneuern und weiß, dass ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Von daher ist immer noch diese wunderschöne Folie drauf, wo man hier einfach mal die Hand rausstrecken kann. Ja, hier stehen noch die Paprikas, die jetzt heute auf jeden Fall noch reinkommen. Mit Hornspäne drunter und den Schneckenkriegen. Da sind auch schon zwei Stück. Die sind auch schon ziemlich stark von Schnecken angefressen. Diese Schnecken gehen mir so auf den Senkel. Aber ich werde es jetzt auch hier nochmal probieren mit Sand oder Asche. Ja. Und ansonsten ein paar Ersatzpflanzen. Hier stehen noch zwei Zucchinis, zwei Auberginen, ein paar Lychee-Tomaten, Physalis, eine Artischocke, denn die habe ich probeweise einfach mal in die Erde eingepflanzt, um zu schauen, wird sie von den Schnecken gefressen, denn laut Internet wird sie es nicht. Sie wurde nicht gefressen, also habe ich noch eine übrig und das wäre die, wo theoretisch neben das große Gewächshaus könnte. Ja. Genau, einige Paprikas, das sind tatsächlich hier meine Chilis, die sind sehr klein. Aber Chilis haben noch nie wirklich sehr gut bei mir funktioniert. Ich glaube, letztes Jahr gab es gar keine Chilis. Ein paar Paprikas und das war's. Will einfach nicht wachsen bei mir. Genau. Ein paar Sonnenblumen stehen dann noch. Aber auch bei denen warte ich, bis sie etwas größer werden. Dann Schnecken machen und weg. Genau. Wir gehen nochmal hier kurz schauen. Hier ist ein kleines Kräuterbeet und dann gehen wir noch ins andere Gewächshaus. Genau, hier habe ich noch mal ein kleines Kräuterbeet, das stand mal bei mir auf dem Balkon. Das Problem von meinem Balkon ist, wir haben da einfach dauerhafte Sonne und es ist für sowas einfach dort viel zu heiß. Man muss fünfmal am Tag gießen, vergisst man es einmal, ist alles tot. Von daher, von meinem Balkon dieses Jahr stehen 5 Chili-Pflanzen oder 6 und das war's. Chilis brauchen Sonne, die kriegen sie dort, darf ich nur nicht vergessen zu gießen. Genau, hier steht Dill zweimal, Petersilie, Thymian und Majoran. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze wird. Und jetzt gehen wir in das Erdbeergewächshaus. Ich denke mal, ihr wartet alle drauf, warum die da drin bleiben. Hier sind wir im Erdbeergewächshaus. Ich sag mal so, man muss auch erstmal den Luxus haben, um ein komplettes Gewächshaus den Erdbeeren zu überlassen. Das ist aber dem geschuldet, dass ich es einfach nicht rechtzeitig geschafft habe, sie quasi rauszupflanzen. Denn wie ihr seht, das Beet ist immer noch nicht fertig, wo sie eigentlich hätten hin sollen. Und die haben jetzt mittlerweile so schön angefangen zu blühen, besser als draußen. Das sind wirklich kräftige Pflanzen und ich glaube, wenn man die jetzt rausgeholt hätte, dann hätten sie dieses Jahr nicht mehr geblüht. Das wäre viel zu viel Stress für die gewesen.
Deshalb hat meine Familie mich quasi von Fakt gestellt, die bleiben im Gewächshaus. Gut, dann bleiben sie halt im Gewächshaus. Hier war auch eine Gurke drin, die wurde von den Schnecken aufgefressen. Und da hinten ist noch etwas Platz. Da schaue ich einfach mal, was übrig bleibt. Vielleicht kommen da ein paar Paprikas rein. Ich glaube, Erdbeeren und Paprikas sind jetzt, also sind nicht die besten Beetnachbarn, die lieben sich nicht unbedingt, aber ich glaube, die hassen sich auch nicht. Von daher denke ich mal, sollte das Ganze nicht so schlimm sein. Und ja, die Gewächshäuser, die, ja, vielleicht kann ich sie im Herbst mal, kann ich sie in Angriff nehmen, um die anders zu machen. Denn mein Plan für dieses Gewächshaus ist quasi hier einfach nur eine Überdachung. Das bedeutet, bis zu dieser Strebe soll Folie rein mit Dachlatten befestigt, dass hier immer Luft reinkommt, für zum Beispiel Gurken. Denn bei Gurken ist das Problem, wenn man sie im Gewächshaus hat, die mögen es ja eher feuchter. Deswegen sind jetzt Tomaten und Gurken in einem Gewächshaus nicht so gut, denn Tomaten mögen es nicht feucht aufgrund der Kraut- und Braunfäule. Aber die Gurken haben es doch gerne etwas feuchter. Deswegen haben sie bei uns auch letztes Jahr draußen viel, viel besser funktioniert als hier im Gewächshaus. Und das wäre halt der Plan, dass hier einfach quasi nur eine kleine Überdachung hinkommt und das andere soll komplett neu gemacht werden. Denn selbst für diese Billiggewächshäuser, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das waren 3 auf 6 Meter Gewächshaus. Ich habe jetzt hier ein 2x 3 Meter, 4 Meter Gewächshaus. Aber selbst für diese Gewächshäuser, die Preise haben sich verdoppelt mittlerweile. Und ich habe sie damals vor, die sind jetzt 4, 5 Jahre, für 100 Euro gekauft. Und selbst das ist meiner Meinung nach immer noch zu viel gewesen für diesen Schrott. Kann man nicht anders ausdrücken. Genau. Ja, ich hoffe mal, dass ich es im Herbst hinkriege, denn jetzt macht es keinen Sinn mehr. Jetzt sind die Pflanzen drin, beziehungsweise kommen rein. Und die Folie, die ist ja seitlich eingegraben. Auch wieder für die Pflanzen viel zu viel Stress, viel zu viel hin und her und so. Dieses Jahr bleibt alles so, wie es ist. Und denn wie bei mir, so sind ja die meisten Projekte bei mir, wenn ich etwas anfange, da steht theoretischer Plan. Aber der hauptsächliche Plan entwickelt sich erst mit der Arbeit, wie das Ganze dann wird und aussehen wird. Und dafür brauche ich einfach Zeit, denn ich möchte mir jetzt auch wirklich, will mir selber keinen Druck machen. Frühestens im Herbst. Kanal abonnieren, dann verpasst ihr es nicht, was ich aus diesen Gewächshäusern mache. Wir gehen weiter zu den Hochbeeten und schauen uns mal an, wie es da aussieht. Hier sind wir an Hochbeet Nummer 1. Was ist hier drin? Meine geliebten, oder ja, meine geliebte Wildtomate ist eine gelbe Tomate. Die ist hier vorne drin. Und auf der anderen Seite sind Johannisbeertomaten. Das sind beides sehr kleine Tomaten. Aber in Hochbeeten funktioniert super, denn ich mache es wie mit den Erbsen. Die wachsen und werden später umgelegt, dass sie einfach hier runterhängen. Dann nehmen sie keinen Platz im Hochbeet weg. Klar, am Anfang, bis sie mal so weit sind, dass man sie umlegen kann, dauert es ein bisschen, nehmen auch ein bisschen Platz weg. Aber schadet überhaupt nicht, denn ich habe hier jetzt mal Salat gepflanzt. Ich hatte ja im anderen Hochbeet Salatsamen, die seit Jahren abgelaufen sind, einfach mal alle reingeschmissen und es sind echt viele aufgegangen. Und ich habe sie quasi im anderen Hochbeet vereinzelt und jetzt hier mal eingesetzt. Die alten Blätter sind alle kaputt gegangen, aber da kommen frische neue raus und ja, haben überlebt. Denn ich denke mal, spätestens in einem Monat sind die hier sowieso raus und dann schaue ich mal, was hier noch reinkommt. Das sind noch ein paar Ersatztomaten von Green Zebra und ich glaube Cherry Prince. Die habe ich hier einfach mal reingesetzt, dass sie wachsen, weil die aus den kleinen Töpfen raus, ich habe sie im letzten Video gesehen, wie es aussah. Die mussten da einfach raus, deswegen sind sie jetzt hier einfach mal reingekommen, dass sie sich hier ein bisschen erholen können und falls irgendwo eine eingeht, kann ich die ersetzen. Und wenn nicht, dann da, wo die Erdbeeren hätten reinkommen sollen, neben dem Gewächshaus, vielleicht setze ich da die 4 Stück rein und schau mal, ob es da was zu ernten gibt, wenn da ein paar Tomaten dabei rauskommen, bevor das Feld leer steht. Obwohl es, glaube ich, einem Feld auch nicht unbedingt schadet, wenn es mal ein Jahr leer steht. Aber dann kommen die auf jeden Fall da rein. Ansonsten, Kohlrabi ist ja auch schon seit Wochen drin. 2 Stück haben es nicht überlebt. Die sind erfroren, denn die hatten sogar Schnee. Ich hatte Angst, dass sie in die Blüte gehen, weil es so kalt war, weil wir auch minus 10 Grad oder minus 7 mal hatten. Aber die fangen an, wunderschöne Knollen auszubilden. Haben sie überlebt, gehen scheinbar nicht in die Blüte. Hoffe ich mal nicht, dass sie noch im Nachgang in die Blüte gehen. Ja, so sieht es hier aus. Ich möchte jetzt hier eigentlich noch am Rand, aber
eigentlich war mein Plan, hier noch Erbsen auszusehen. Das Problem ist, ich hatte eigentlich immer nur eine Tomate hier drin, also in der Mitte einmal eine gelbe Wildtomate und im anderen eine Johannisbeertomate. Aber jetzt habe ich ja quasi 6. Aber ich schaue mal, vielleicht schaffe ich es im Hintergrund quasi dahinter die restlichen Erbsen oder so noch auszusehen. Genau, und die werden nämlich auch, die lasse ich auch runterhängen. Genau wie im anderen Hochbeet, und das schauen wir uns jetzt mal an. So, hier sind wir beim anderen Hochbeet. Hier sieht man auch ganz gut die Erbsen, die ich glaube ich im Februar, Anfang März, Ende Februar irgendwann ausgesät hatte. Sind alle gut gekommen. Ich bin jetzt schon immer wieder dabei, die umzulegen. Hier vorne wächst der restliche Salat, den ich nicht rausgenommen habe. Radieschen, gelbe Radieschen, ich finde die richtig gut. Die sind wirklich, ich ziehe jetzt hier mal eine raus, denn ich weiß nicht, warum die da drin ist. Also es sind doch wunderschöne Radieschen. Schmecken richtig gut, das sind wirklich meine Lieblingsradieschen. Sind nicht scharf, sind eher süßlich. Genau, ansonsten ein paar Möhren. Tatsächlich sieht es mir hier aus, als ob hier eine Sonnenblume aufgegangen ist, warum auch immer. Ja, die Möhren haben dieses Jahr tatsächlich nicht so gut geklappt. Letztes Jahr hatte ich es einfach feuchter in den Beeten. Bei uns war es ja das im März, glaube ich, hat es so gut wie gar nicht geregnet gehabt. Und das war das Problem. Jeden Tag hierher wässern, wie ihr wisst, funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht hierher jeden Tag fahren. Ja, ansonsten hier hinten Kohlrabi. Der sieht tatsächlich nicht so gut aus wie der andere. Der andere ist sieht um einiges besser bzw. größer, kräftiger aus. Ist aber nicht schlimm, denn dadurch habe ich einfach eine versetzte Ernte. Zuerst wird er aus dem anderen Hochbeet geerntet und dann irgendwann von hier. Ja. Ansonsten, es sieht aus, als ob hier noch Lauch in der Mitte wächst zwischen den Radieschen. Hatte ich, glaube ich, auch ausgesehen. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwas gesagt habe, dass ich zwischen die Radieschen irgendwas setze. Wieder Vorteil von YouTube. Ich kann selber schauen, was ich da gemacht habe. Oder ihr schaut nach und schreibt es mir in die Kommentare, was ich da eingepflanzt habe, denn ich weiß es nicht mehr. Genau. Im Hintergrund habt ihr, glaube ich, aus der anderen Perspektive besser gesehen, steht der Aufsitzmäher. Vielleicht kann ich euch mal einblenden, was ich damit so gerade eben gemacht habe. Denn man darf faul sein, aber nicht blöd. So, hier sind wir bei den Brombeeren. Die sind natürlich alle schon geschnitten und fangen richtig gut an auszutreiben. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass man scheinbar diese frischen Knospen auch essen kann von den Brombeeren. Stimmt das? Schreibt es mir nochmal gerne in die Kommentare. Vor allem wie es schmeckt, ob das schmeckt. Wenn es nach nichts schmeckt, dann braucht man es auch nicht essen. Ja. Genau, also die Brombeeren fangen ziemlich gut an. Und ansonsten hinten die Weintrauben fangen auch schon sehr gut an. Die Kirschen, da sieht man schon einige kleine grüne Kirschen dran. Die Äpfel ohne Ende, die haben richtig schön geblüht. Die Birnen fangen jetzt richtig an. Und ja. Also wir haben hier bei uns jetzt noch ziemlich viele Pflegearbeiten. Wir müssen noch die Büsche alle etwas zurechtschneiden und so. Aber ansonsten wirklich, die Saison kann jetzt losgehen und jetzt geht es darum, wirklich zu pflegen. Also großes Thema jetzt im Mai, Rasenmähen, im Juni auch noch Rasenmähen, jede Woche. Und dann, ich denke mal, spätestens in einem Monat geht es dann schon mit den ersten richtigen Ernten los. Also vor allem mit der Kirsche. Vielleicht mit den ersten Tomaten kann ich mir vorstellen, obwohl meine sind dieses Jahr wirklich wieder sehr klein. Ja, also im Juni, Knoblauch wird auf jeden Fall da sein, Zwiebeln könnten da sein. Habe ich was vergessen? Schreibt es in die Kommentare, wenn ich wieder mal irgendwas vergessen habe. Ja, hinter mir, bin mir gar nicht sicher, ich glaube, den seht ihr, einen großen Walnussbaum, der fängt jetzt auch so langsam an. Das ist wirklich ein riesiger alter Walnussbaum, hat auch keine wirklichen Walnüsse mehr die letzten Jahre gehabt und wenn, waren sie immer sehr klein. Ja. Aber ist trotzdem ein schöner Baum. Den wollen wir natürlich erhalten. Der braucht aber auch ein paar Pflegeschnitte. Denn es gibt ein paar Äste, die auf die Straße rausschauen. Da er so alt ist, sollten die vielleicht weg. Genau. Aber ansonsten, ich glaube, jetzt haben wir alles grob hier im Garten mal gesehen. Alles Wichtige. Habe ich irgendwas vergessen? Interessiert euch noch irgendwas? Schreibt mir auch da gerne in die Kommentare. Dann nehme ich das im nächsten Gartenrundgang mit Anfang Juni. Und ja, ich muss jetzt noch einiges tun. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Vielleicht sehen wir uns nächsten Sonntag in Erftstadt. Mein Plan ist wirklich, dahin zu kommen. Das sind für mich zwar auch 4 Stunden, 4,5 Stunden Fahrt. Aber mein Plan ist es, dahin zu kommen. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch. Wäre auch mal wirklich interessant.
einen meiner Abonnenten zu sehen. Und wenn ihr nicht abonniert habt, dann habt ihr jetzt nochmal die Chance zu abonnieren. Freut mich wirklich sehr. Ich muss jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Bleibt gesund. Ciao.